Und damit einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Sonntag, hattet ein schönes Wochenende. Und ja, ich, Postboten können wir dann, wenn man keine Zeit hat. Ja, wir wollen heute doch kein Factorio spielen, da der liebe Marek keine Zeit hat. Aber wir spielen heute mal ein bisschen Factory Town weiter, sollen uns nicht weiter stören. So, einmal kurz alles umschalten. So, Musik sollte auch zu hören sein. Wunderbar. Blalalala. So, mal ganz kurz. So, jetzt bin ich voll da. Also, wir spielen heute Factory Town weiter. Es gab anscheinend ein Update, wo einige Deko-Blöcke mit dazugekommen sind. So, jetzt muss ich direkt mein Handy laden. Na, klasse. Perfekt. Ach, so, perfekt vorbereitet heute. So. Internetverbindung funktioniert nicht. Doch, funktioniert sie. Sonst würde ich nicht streamen. So, gut. Jetzt kann ich auch den Chat vernünftig verfolgen. Und ja, genau. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so wirklich, wo wir genau stehen geblieben sind. Ich weiß nur, genau, wir hatten Probleme, weil das Ding hier mehr oder weniger im Weg war. Und genau, wir haben hier nämlich angefangen, die ersten Sachen zu verteilen. Unter anderem auch mit Dünger. Stimmt, da wollte ich gucken. Nee, der Dünger reicht anscheinend. Ja. Okay. Dann scheint das ja alles geklappt zu haben. Das freut mich ehrlich gesagt. Gut, wir haben halt viel zu wenig Dünger. Das ist aber irgendwie klar gewesen. Sollen uns aber auch nicht weiter stören. Das kommt halt stückweise dann mit dazu. Genau. Also die sind jetzt alle da. Yield geht stückweise hoch. Genau, hier sieht man das ja, da geht so ein bisschen die Affinität hoch und dadurch geht dann halt irgendwann auch das Yield hoch, logischerweise. Okay, dann, wo können wir jetzt mal sinnvollerweise weitermachen? Wir haben die Karotten hier, stimmt, ein Update, was tatsächlich relevant ist, ja. Es wurden nämlich alle Felder sind jetzt gleich teuer. Das heißt, wir können deutlich besser hier neue Felder uns suchen, weil wir ja noch einen Tempel brauchen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welchen wir brauchten. Ich weiß nur, dass wir noch einen brauchten. Was fehlt uns denn noch? Können wir doch hier sicherlich nachgucken. Luft und... Ne, da kommt Erde her. Was kommt hier her? Hier würde theoretisch... Luft herkommen, irgendwann. Okay, was auch immer ich hier mache, keine Ahnung. Genau. Also Luft produzieren wir in der Theorie. Ist halt viel zu langsam, weil wir keine von denen anliefern. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte eher, dass die hier zu wenig sind. Aber okay, es läuft. Es läuft langsam, aber es läuft genau. Earth läuft auch. Wasser brauchten wir nämlich noch. Genau. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier vielleicht
noch einen Wassertempel finden. Auch wenn uns gleich das Geld ausgehen wird. Warum finden wir keine Tempel mehr? So, ja gut, da ist es höchstwahrscheinlich nicht. Der wird höchstwahrscheinlich irgendwo im Wasser sein. Würde ich jetzt einfach mal raten. Na, hier geht's auch nicht. Hä, das gibt's doch nicht. Also vor allem hier hinten ist halt schon bald fast unmöglich, da vernünftig das herzuholen. Okay, ich habe hier kein Geld mehr und ich mache Geld minus. Warte mal. Production. Ne, ich mache plus. Zwar langsam, aber ich mache plus. Das sieht auch eher nach einer steigenden Kurve aus. Das ist plus minus null. Ja, okay, ich mache plus langsam. Gut. Ich weiß auch gar nicht mehr, wofür wir die Forschung brauchten. Requires Airship. Also, Airship machen wir ja gerade, ja. Base Level 9. Ich glaube, dafür war das, oder? Für die nächste Base. Nee, Necklace ist Earth. Oh, ich liefere hier gar keine Erdkristalle an. Das ist das Problem. Genau. Ich bräuchte noch einen Wagen, der Erdkristalle anliefert. So. Von hier drüben bitte. Einmal die ganz hier rüber da rein. Es ist unnötig lang, aber egal. Warum habe ich schon wieder angeblich keine Internetverbindung? Ich bin im WLAN drinne. Vor allem, ich habe angeblich keine Internetverbindung, aber ich kann surfen. Ich verstehe es nicht. So, nochmal aufrufen. So, Probleme über Probleme. Gut, jetzt sollte es klappen. Ja, jetzt klappt das wunderbar. Gut, das Problem ist nämlich, dass wir eigentlich das nächste jetzt sozusagen hierhin machen würden. Und das war vielleicht nicht die beste Idee, das so zu machen. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das vielleicht irgendwie noch ein bisschen besser hinkriegen, dass wir das nochmal wieder umbauen. Aber wir müssen halt unmenschlich viel Geld in die Hand nehmen dafür. Weil wir halt alles planieren müssen und das kostet halt sehr, sehr viel rote Münzen. Von daher würde ich das tatsächlich nicht machen wollen. So, aber was wir tatsächlich machen könnten, wären hier nochmal die restlichen Barns hinstellen. Na? So. Ich weiß gar nicht, bis wohin überhaupt. Bis zur ersten äußeren Reihe. Heißt. Nein. Okay, einer zu viel. Gut. Das soll uns nicht stören. So, weil wir das Ding jetzt nämlich einmal kopieren können, wenn ich rausfinde, wie ich. Ah. Cool. Ich kann das einfach so umswitchen. Cool, das ist gut gemacht. So, weil wir nämlich sozusagen einmal das ganze Teil hier brauchen. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier so breit gemacht habe. Stimmt, zum Entladen sozusagen. Das heißt, ich würde tatsächlich gerne einfach mal das Ding hier immer und immer wieder hinkopieren. Warum? Occupied? Ist doch gar nicht belegt. Kann der. Was ist das denn hier? Wood Scaffolds? Hier ist irgendwie alles durcheinander gefühlt. Ich würde da gerne die Schienen rein haben, aber. Was bringen die denn? Los, Fast Minecart. A rail with built and pulley system that provides minimal railcart speed. Okay, keine Ahnung, ob wir die irgendwann nochmal brauchen werden.','//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 
So. Jetzt nochmal versuchen. Ich möchte das Ding gerne kopieren. Wo ist das? Ich muss das unten drunter auch rausreißen. Irgendwie sehen die Teile. Ne, das sind die richtigen noch. Die sehen irgendwie so komisch aus. Ja, ich weiß, ihr habt jetzt ein Problem, hier lang zu kommen, mir aber gerade egal. Rest kann ich mir nicht leisten. Gut, Itemfilter. Irgendwas, was wir hier garantiert nicht liefern. So. Genau. Dann einmal so. Könnt ihr wieder weiterfahren. Weil wir brauchen anscheinend mehr Eisen dafür. Ich weiß nicht mal, wo wir Eisen. Barren oder sowas produzieren. Ich glaube hier eigentlich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe so viel Krimskrams hier gemacht. Vielleicht sollte ich tatsächlich mal anfangen. Na ja gut, das hier unten habe ich halt auch wieder gebaut. Ja, dann hier oben. Ja, das kann ich natürlich nicht bewegen. Ich weiß gar nicht, wann kann ich denn überhaupt bewegen? Wenn ich die Tempel habe? Hallöchen, perfekt. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich glaube, sobald ich den Mana-Reaktor habe, kann ich die umplatzieren. Shit. Dann muss ich doch vielleicht das hier unten alles umbauen. Wie immer gut und dir. Mir geht's auch ganz gut. Danke der Nachfrage. Ich frage mich auch, warum ich hier eigentlich nur die normalen Straßen genommen habe. Und nicht die Steinstraßen. Ja, Uni ist Uni. Die ist stressig, wie immer. Ich versuche mich jetzt gerade ein bisschen abzulenken, aber irgendwie klappt das heute nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Okay, fangen wir einfach mal an, ein wenig. Ah, so ging das genau. Hier mal ein bisschen das Gebiet anzuebnen. So, weil dann könnten wir nämlich hier theoretisch demnächst anfangen, die Materialien sozusagen zu produzieren in ausreichender Menge. Auch wenn das blöd ist, wie ich das gerade mache. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, das ist. Also, das ist tatsächlich das Schlimmste an der Uni, dass man irgendwie gefühlt teilweise nie abschalten kann. Das ist wirklich eine der schlimmsten Sachen. Okay, hier habe ich jetzt vielleicht ein bisschen Mist gebaut. Ups. So, du kommst da wieder hoch. So. Ja, gut, du kommst da noch durch. Ja, hier habe ich richtig Mist gebaut. Okay, das klappt auch nicht. Dann würde ich sagen, ich lade noch mal neu. don't save. So. Einfach aus dem Grund, dass wir das Geld jetzt nicht verschwenden, weil das klappt so nicht, wie ich das gedacht habe. Weil ich habe eigentlich gedacht, hier dann jetzt die erste Produktionsanlage sozusagen hinstellen für die Bretter und sowas. Aber das funktioniert nicht so, wie ich das möchte. Und das Problem ist, hier können wir halt auch nichts abreißen, weil dann bricht unser Geld ein. Ach Mist, ich habe mir echt einen blöden Platz ausgesucht. Was macht der Chat so? Gar nichts. das Problem ist, das hierhin platzieren geht auch nicht. Irgendwie stört mich das ein bisschen, dass das nicht mittig ist. Ich bin gerade am Überlegen, das neu zu platzieren.
Das wäre vielleicht eine Idee. Ich weiß gar nicht, wie weit muss ich denn umplatzieren? Drei rüber. Ich glaube, ich mache es tatsächlich. Ja. Kann man so und... Aha. Das ist nett. So, dann einmal das hier kopieren. Und eins, zwei. Keine drei. Was? Okay. Interessant. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ist wahrscheinlich jetzt mit dem neuen Update dazu gekommen, dass man da auch andere Blöcke platzieren kann. Cool. So, dann. Eins, zwei, drei. Hier wieder. So. Dann. Na. Einmal das kopieren. Klappt natürlich nicht. So. Ich bin gerade irgendwie komplett verwirrt. Auch wenn das überhaupt nicht nur tut, was ich hier gerade mache, aber der Perfektionist in mir geht durch. Oh, ist das hell. So und drei, vier. Das hier einmal weg damit. Und hier neu kopieren. Bis hier. Natürlich sollte ich es auch richtig kopieren. Jetzt ist es richtig. So, dann müssen wir jetzt den Kram hier noch umlegen. Aber jetzt haben wir mehr oder weniger den Vorteil, dass wir hier genau in der Mitte sind. Stimmt, ich war ja auch im Überlegen, hier ein bisschen breiter das Ganze noch zu machen, dass man da noch einen zweiten oder zweites Signal durchschickt. Nee, braucht man eigentlich nicht. Auf jeden Fall würde ich jetzt... Ich baue hier einfach jetzt neu hin. Nein, das war schon mal falsch. So. Dann... Einmal hier bitte vernünftig einebnen, ohne dass ich mein ganzes Geld ausgebe dafür, weil wir kommen aktuell noch nicht wirklich einfach an Geld ran. Ich glaube, ich habe mich jetzt hier irgendwo verbaut. Oder? Warte mal, hier war quasi einer mehr. Der war dann aber... Nee. Kommt doch alles so weit noch hin. Ja, die sind alle an den Straßen dran. Ja. Egal. Muss ich jetzt gerade nicht verstehen, warum das jetzt aufgeht, aber erst nicht. Komisch. Gut, dann kommt auch einmal die Mine hier wieder hin, die uns nämlich
Kohle besorgen soll und gleichzeitig möchte ich auch, dass die Mine uns Wasser besorgt. Ah, okay. Hier habe ich einen versetzt, da hatte ich kein mittleres Lagerhaus, aber ich möchte dieses Mal gern mittleres haben. Oben in der Mitte geht nicht genau in die Mitte. Ist das so gewollt? Das hier tatsächlich ist das alte noch. Also ich habe das halt jetzt gerade ein bisschen verschoben, damit wir quasi den Trading Post genau in der Mitte haben. Dass es ein bisschen vernünftig da umbaubar ist. Und ich baue jetzt unten einmal eine neue Station auf. Und dann werde ich unten anfangen mit den Pflanzen und sowas, weil nach oben hin, also hier kann ich halt nicht ausbauen, weil die ganzen Produktionsstätten, die brauche ich leider, weil ich sonst kein Geld habe, um auszubauen. Das ist das Problem jetzt gerade. Deswegen bin ich so ein bisschen am Rumbasteln, nenne ich es jetzt einfach mal. So. Das heißt, wir haben einmal das hübsche Teil hier. Das kommt jetzt nämlich hier rein. Hier drehe ich es um. Und wo sind sie? Hier. Du sollst einmal Kohle nehmen und hier Wasser. Das Ding muss unload sein. Zwar kein Itemfilter, das include. Ich kann exclude sogar hier machen. Cool. So, dann kann ich jetzt nämlich. Warte mal, ich habe hier irgendwie einen Fehler drin. Shit. Was habe ich jetzt denn hier? So. 1, 2, 3, 4, 5. So, das heißt, hier passen 10 rein. Hier passen 9 rein. Mit dem sind es 10. Und nochmal 4, sind aber nur 14. 24, das müssen aber 25 sein. War das so? Ja. Vier. Ja, so rum muss das sein. Dann ist das Ding hier auch komplett falsch. Das ist auch. Ja, das habe ich ja komplett falsch aufgebaut. Hä? Ich will euch alle löschen. So. Dann oben habe ich ab den hier weggerissen und unten habe ich eine Reihe mehr gelassen. So. Jetzt sollte es wieder passen. Ja, und das Haus sollte eigentlich auch noch in Range von allen sein hier. Ja. Genau. Jetzt kriegt man nämlich hier überall alle Gebäude, ja. Dann haben wir einmal Wasser, was da reingepumpt werden muss. Ja, gut, daneben kriege ich es jetzt halt nicht mehr hin, so wie ich es jetzt gerade baue. Ich wollte das machen. Wer hat sich ja nicht eingefallen lassen, Kamera drehen auf den gleichen Knopf zu machen wie löschen? So. Dann kommt hier jetzt die Mine hin. Die soll später Kohle farmen. Und die Kohle soll 1, 2. 1,
Okay, ich kann da jetzt neuerdings auch hoch. Interessant. Ne, ich glaube, das ist schon ein zu hoch, oder? Ja, das ist schon ein zu hoch. Oder können die Planwagen da noch durch? Vielleicht ist das jetzt ein niedriger Bau? Ich befürchte, nein. So. Ich glaube, da können jetzt die Planwagen nicht mehr durch. Gut, auf der Seite ist das ja egal. Aber dann müsste ich eigentlich alles ein höher setzen, damit halt die Planwagen dann noch durchkommen. Weil ich glaube, ein höher sollte noch gehen. Ja, nehme ich das mal weg. So, wenn ich jetzt noch ein mehr drauf packe. Ja, das geht noch. So. Ja, dann werde ich das ein höher packen. Kommt der hier auch weg? So. Ja, packe ich den ein höher. Weil dann kommen dann nämlich die Planwagen durch. Ich glaube nämlich, dass so... Ne, so kommt er dann nämlich nicht durch. Und wenn ich das wegmache, sollte er hier durchkommen. Ja. Gut. Dann muss ich das ganze Gerüst ein höher bauen. So. Zack. Und hier an der Seite kommen dann jetzt die Schienen. Train Stop. Genau, da sind jetzt nämlich keine Schienen drauf. Aber Paths, genau. So, jetzt sind hier welche drauf. Wunderbar. Ich muss mal ein Kurzlicht anmachen. Ach, wird schon wieder alles so schnell dunkel. Oder immer noch, eher gesagt. Gut, dann brauchst du hier Filter. Und zwar einmal Kohle. Davor war doch der Output für die Kohle und Wasser da. Stimmt. Ja. Nein, das wollte ich nicht. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Da ist doch Platz dafür. Schlimm sowas. So, gut, dass ich dich daran erinnert habe. Ja. Wie gesagt, ich bin heute nicht so hundertprozentig auf der Höhe. So, du sollst Kohle und du sollst Wasser rausgeben. So, er braucht jetzt noch Kohle. Dann ist es ja gut, dass ich da bin. Ja, das ist tatsächlich sehr gut. So. Dann machen wir hier einfach mal so. Und hier. Ich weiß nicht, wie schnell das nachwächst. Ich will eigentlich jetzt noch Minenschächte bauen. Hier, Mineshafts. Earthshrine, Speedup, Regeneration on off nearby. Okay. Das klingt interessant. So, jetzt sollte er demnächst irgendwann mal Kohle farmen. Dann brauchen wir jetzt noch ein paar Brunnen. Ich hoffe einfach mal, zwei Brunnen reichen. So. Zack. Ich habe hier doch einen Filter eingestellt. Kohle. Kohle. Und Wasser. Gut. Ja, da kommt es jetzt an. Ach komm. Mache ich den auch komplett fertig.
Was soll der Geiz? So. Da kann da zumindest schon mal nichts kaputt gehen. Gut. Problem ist halt nur, dass wir wahrscheinlich nicht genug Geld haben, um hier die Anlagen komplett hinzuziehen. Vor allem, weil, genau, die nämlich hier das Problem haben, auf der Seite können wir eigentlich nur Minen bauen. Oder größtenteils Minen. Was halt nicht gut ist, weil fast alle Produkte, die wir hier produzieren wollen, brauchen halt auch Holz. Das heißt, da müssen wir mal gucken, wie gut das hier klappen wird. Aber die Alternative wäre halt, das komplett umschieben und hier nochmal hochziehen. Wobei wir da dann irgendwann das Problem trotzdem haben könnten. Ich bin am Überlegen, ob wir das irgendwie umgehen könnten. Ja, wir könnten das Ganze hier platzieren. Aber dass wir quasi dann nach oben und unten gehen. Wobei, nee, da kommen wir irgendwann auch zu der Wüste ran mit Pech. Ich wüsste jetzt nicht, wie wir da großartig das besser bauen können, dass wir die Wüste gar nicht treffen. Aber was haben wir denn, was wir in großen Mengen denen liefern müssen? Nein, das wollte ich nicht haben. Das hier wollte ich haben. Also das können wir alles nur auf grünen Land machen. So. Das können wir nicht machen da, weil wir dafür Holz brauchen. Dafür brauchen wir Holz. Dafür brauchen wir Holz. Hierfür brauchen wir Leder. Das heißt, wir brauchen Farmen. Also auch kein Desert. Das Einzige, was wir nehmen können, ist tatsächlich nur Mana, Bricks und Nägel. Gut, Crown könnte, also stimmt, hier könnten wir einiges machen. Dann machen wir da einfach die Spezialgüter hin. Weil mit dem will ich die auch versorgen. Gut, hier sind ein paar, die halt Leder brauchen oder sowas, aber ja gut, die Bücher brauchen auch alle Leder, aber hier die Sachen brauchen alle oder zumindest die beiden. Das Ding hier, also die vier Sachen brauchen eigentlich nur Minen. Und mit den vier könnte ich bei der Wüste schon raus sein. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, das noch ein bisschen dichter nach, also jetzt nach rechts zu schieben. Einfach damit wir die Wüste mehr ausblenden sozusagen. Wie viel bräuchte ich denn hier? Ich bräuchte 3 breit. Ich habe hier jetzt, bis hierhin wäre das. Das heißt, ich könnte noch ohne Probleme 5 weiter in die Richtung gehen. Ich glaube, das mache ich auch. Ja. So. Ach, wäre sogar cool. Passt sogar perfekt in dem Sinne. Ich will nicht Remove Resources machen. Ich will einmal kopieren. So. Das war ein bisschen blöd, weil ich jetzt halt alles immer einzeln kopieren muss, oder? Nein, muss ich gar nicht. Warte mal, 5 Stück. Das heißt, ich brauche eigentlich nur das hier einmal kopieren. Das sind 5. So. Die 5 löschen. Ich drücke immer Q. Kopieren, einfügen. Löschen. So. Jetzt können wir hier einfach den nehmen und damit hin platzieren. Dann
einmal das löschen. Das einmal kopieren und hier dicht daran packen. Okay, ich habe da irgendwas gerade nicht mit kopiert, glaube ich. Ja, was habe ich denn jetzt hier kopiert? So. Das kommt jetzt weg. Ah, ich glaube noch ein bisschen mehr. So. Ey, wie viel Aufwand man sich einfach machen kann, nur durch das Umplatzieren. Naja, gut, es soll dann aber auch vernünftig stehen später. So. Und ja, jetzt passt's wieder. Wunderbar. Gut, dann kann das hier zu. Dann einmal nochmal das hier weg. Und von hier noch einmal kopieren. So. So sollte es jetzt eigentlich passen. Ja. Okay, jetzt haben wir wirklich den maximalen Bereich rausgeholt. Nennen wir es mal so. Und jetzt möchte ich nämlich gerne auch, dass wir einfach aus Symmetriegründen. Jetzt die Frage, wie hoch? So. Dass wir hier lang gehen. Also, dass wir einen breiter werden, sozusagen. Und hier sollen dann die Schienen lang. So, dann brauche ich einmal hier nochmal wieder das Flatten-Tool. So. Auf der anderen Seite passt's noch. Und dann. Warte, wie viele Ressourcen habe ich denn überhaupt? Zu viele wahrscheinlich. Sind das alle? Ja, das heißt, wir haben 20, 30, 40, 51 Stück. Das könnte problematisch werden, glaube ich. Das sind 20 pro Seite. Das heißt, 2. Also. Nee. 41 heißt. Warte, habe ich mir jetzt. 41? 20, 30, 41. Das heißt, rechnen wir mal mit 42 Stück. Das heißt, wir haben 21 pro Seite. Das heißt 2, 4, 6, 7, 8. Ich glaube, hier muss ich noch ein bisschen anheben. Okay, da ist gleich das Geld sehr schnell weg. So, das sind 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ja, doch, ist in Ordnung, würde ich sagen. Das geht so noch gut. So. Einmal da das Gleiche, nur dass ich hier noch ein bisschen was anebnen muss. So. Zwei, drei, nein. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ach komm. So, jetzt habe ich hier gleich kein Geld mehr, genau. Und so, 10 Stück. Passt also jetzt. Gut. Dann kann ich nämlich gleich das Teil komplett hinsetzen, so wie es sein muss. Oder auch nicht, weil ich nicht genug Geld haben werde. Das ist jetzt doof. Okay, immerhin kann ich
einmal schon mal so lang ziehen. Und auf der Seite das gleiche. So, dann werde ich hier aber einmal den Turm so platzieren. Und so. Genau, und hier müssen wir jetzt halt noch, ich sag mal, die betroffenen Felder anheben. Ja, so passt's. Ah, ich bin eins zu hoch. Ja, so passt's. 1, 2. Und so. Ja, dann haben wir die Schienen schon mal fertig. Wunderbar. Das ganze Ding müssen wir dann gleich einmal auf der anderen Seite rüber kopieren. Und dafür mache ich es mir jetzt mal ein bisschen leichter. Kann ich irgendwie Remove wieder machen oder so? Nö. So, einmal die Sachen weg. Du bitte auch weg. Ach stimmt, ich muss hier unten dann jetzt auch noch die Farm-Sachen, glaube ich, neu platzieren, oder? Also an sich würde ich es halt so gerne machen. Dann würden hier Tunnel hingehen. So, und jetzt muss ich den Pfad noch wegkriegen. Ah, kann ich sogar so wegnehmen. So. Oh nein, das ist einer zu viel. Jetzt stimmt's wieder. Ja. Gut. Das heißt, irgendwann sollte er jetzt hier auch wieder was produzieren. Wasser produzieren die schon, das läuft halt alles voll. Gut. Dann, was kann hier noch weg? Das Zeug kann weg. Ja, das kann theoretisch weg. So. Dann können die beiden weg. Der ganze Kram hier kann weg. Wo lieferst du das hin? Da, ach. Na. So. Zack. Gut, das ist jetzt leider die ganze gute Yield weg, aber geht in dem Sinne gerade nicht anders. Okay, der Kram hier. Ach, Mensch. So, der muss auch noch weg. Na, so passt's. Und auf der Seite muss der ganze Kram angehoben werden. Na, toll. Nicht genug Geld. Meh. So. Und einmal der Pfad hier muss weg. Und ich glaube, jetzt kann ich, na, an sich alles kopieren, sofern ich den hier auch oder das auch rausnehme. So. Wie weit geht das? Bis ein davor. Warum auch immer ein davor? Okay, keine Ahnung. So. Jetzt sollte ich das so hier einmal kopieren können. Ernsthaft? Der will den Händler mit kopieren?
Gut, dann machen wir es so. Nein, warte. Ich habe viel zu wenig. So. Jetzt sollte es richtig sein. Ja, jetzt sieht es richtig aus. So, wenn ihr da einen Weg habt, nehmt den Weg. Ich muss das auch unbedingt demnächst einmal austauschen. Gegen steinerne Wege. Aber gut, das hat noch Zeit. So. Dann. Okay, den kann man auch mit Minecart beladen. Interessant. Filterung übernimmt er auch. Das ist sehr nett. Dann. So. Einmal. Und. Na. Zweimal. Wunderbar. Dann. Stehen die neuen Anlagen jetzt, ja. Das heißt, ich kann mir jetzt überlegen, dass ich mir irgendwas hole, was viel rote Münzen bringt. Oder ich hätte einfach intelligenterweise die Anlage hier entweder stehen lassen sollen oder kopieren sollen. Was wahrscheinlich sinnvoller gewesen wäre. Oh Mann. Okay. Ich bin doof. Ich merk's schon. Okay, das Problem ist halt, wir können hier nicht wirklich viele Anlagen hinbauen. Das wird halt maximal wieder eine. Ja. Wie machen wir das am besten? Weil hier das aufzubauen, dafür fehlen uns einfach die Red Coins. Da bleibt eigentlich nichts anderes übrig. Außer hier hinbauen. Zwei. Drei. Ja, keine Ahnung, was das gerade war. Okay, die kriegen. Das geht bis hier. Da müssen dann jetzt ja noch die. Wie lange willst du noch streamen? Keine Ahnung. Also eigentlich bis 21 Uhr, aber ich glaube, das hat heute nicht wirklich viel Sinn, so lange zu streamen. Weil, ja. Ich glaube, man merkt, warum. Nennen wir es einfach mal so. So. Zack, zack. Ich war auch zwischenzeitlich am Überlegen, heute gar nicht zu streamen, weil, ja, Kopf ist halt komplett kaputt. Nenne ich es so einfach mal. Aber ich wollte unbedingt streamen. So, ich habe jetzt aber hier schon den ersten Fehler gemacht. Da. Nein, so wollte ich es nicht. Die müssen nämlich weiter weg, weil das Ding muss eigentlich hier jetzt dran tatsächlich. So, aber wir haben hier eigentlich die beiden noch mehr mit und links und rechts haben wir noch jeweils mehr und vorne würden dann jetzt halt die Schienen rankommen. Dann kommt da so einer drauf. Genau. Und das Ding würde dann jetzt hier irgendwo in der Mitte hinkommen gleich. Das heißt, vier Abstand muss das Ganze haben. Na? Eins, zwei, drei, vier. Ja, kriege ich ja fast noch das richtig wieder rein.
Okay, von oben gucken ist um einiges einfacher. Ja, jetzt passt's, genau. Weil wir haben jetzt hier nämlich die Fließbänder theoretisch gleich. Warte mal, wenn ich das so mache und kopiere. Naja, der macht es nicht auf richtigen Höhe. Schade. Das wäre auch zu schön gewesen. So. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht gleich versuche, auch die besseren Fließbänder zu nehmen. So, du hast Itemfilter, nur Carrots, genau. Weil wir kriegen nämlich noch, wenn ich das Baumenü hinkriege, so rum, beziehungsweise wir haben halt schon die Magic Conveyor Belts. Und die sind halt nochmal ein ganzes Stück schneller. Und so oder so müssen wir später alle ersetzen. Weil die Farmen sind dann halt einfach viel zu schnell. Das heißt, eigentlich wäre es sinnvoll, wenn wir direkt jetzt die Magic Conveyor Belts benutzen. Problem ist nur, dann haben wir hier noch wieder eine Anlage. Ich weiß gar nicht, wo wir die Match, die Conveyor Belts. Ah, hier lagern wir sie theoretisch. So. Gut. Wo baut man die? In der Magic Forge. Wo haben wir sie? Hier. Dann 1, 2. Einmal hier. So, du sollst das machen. Dann brauchst du Kohle. Das heißt, wir müssen eine kleine Mine hier hinstellen. Das ist halt das Einfachste. Eine schnelle Mine eben hinpacken. So, die soll Kohle sammeln. Nein, das ist Eisen. Hatte ich hier nicht irgendwo Kohle? Nee, das ist alles nur Eisen. Das ist Stein, Stein. Okay. Ich habe so gut wie keine Kohle. Interessant. So, dann Farming und Coal Deposit. So, das wird hoffentlich reichen. Und wir brauchen Air Crystals. Das Problem ist, wir brauchen durchgehend Air Crystals. Heißt, entweder müssen wir hier drüben den Kram ein bisschen schneller hinkriegen. Was halt nicht ganz so einfach ist. Wobei wir können es aber hier ein bisschen einfacher machen, indem wir hier einfach eine Mine hinstellen. Die nämlich jetzt die Airstones farmen soll. Zwar werden wir dann relativ schnell Probleme mit den Blue Coins kriegen, aber ja, vielleicht haben wir ja Glück. Und wir produzieren schon genug. So. Und Aerostone. So. Und dann kannst du nämlich, oder ihr beide hier nämlich, entlassen werden. Dann ist da auch schon mal ein Posten weg. Okay, vielleicht brauche ich hier doch ein paar mehr, fällt mir gerade mal ein. So. Oh, ich habe keine Spitzhacken mehr. Ups. Das ist nicht gut. Nein, ich wollte nicht umstellen. Ich will weiterhin Airstone haben.
wollte nur mal eben gucken. Ach, Mensch. Kann ich ja nicht. Ah, so kann ich. Ja, weil wir haben nämlich hier eine relativ niedrige Yield nur. Und die sind halt sehr langsam hoch. So, ihr beide sollt, wenn hier irgendwann mal was angekommen ist. Musst du hier überhaupt noch was hinschleppen? Ich brauche mir die jedoch gar nicht mehr, die gelben. Nö. Du kannst weg. So, da. Ja gut, in der Forschung brauchen wir es definitiv noch. Okay, dann. Hauptsache, wir kommen halt überhaupt nicht voran irgendwie. Das ist ja blöd. So, du bringst theoretisch Erdkristalle hier rüber. Okay, die sind voll. Hier werden irgendwie keine mehr hingeliefert. Nein, das ist der falsche. Den hier wollte ich haben. Ne, da werden tatsächlich keine hingeliefert. Schlimm sowas. Ja, weil die Erdkristalle kommen hier rein, bap. Und dann kriegen wir nämlich die Necklaces. Und das ist das, was uns für die nächsten Teile hier noch fehlt, ja. Gut. Dann machen wir hier mal weiter. Und zwar, wie viel Abstand sind das? 2, 4, 5. 2, 4, 5. So. Eigentlich könnten wir die noch dichter ranpacken. Oder? Ja, schadet eigentlich nicht. Danke, dass man die Ranges so nicht sieht. Warum auch immer man die Range so nicht sieht. So, wie viel sind das? 3, 4. So, das heißt 1, 2, 3, 4. 3. Hier. So, ja. Dann ein hierhin, 3, 4, 3, 4, hier. Wunderbar, hat geklappt. Gut, stimmt, hier wollte ich nicht weitermachen, weil ich da die schnelleren Fließbänder nehmen wollte, stimmt. Aber ich kann da theoretisch das schon mal reinkopieren. Kopieren. Okay, hier muss auf jeden Fall noch ein bisschen was angehoben werden. So. Sind das 4? Ja, wunderbar. Dann können wir hier schon einmal das so machen. Hier einmal so. Das einmal wegnehmen. Und hier eine Unload Station draus machen. Und zwar nur für Fertilizer. Genau, da kommt nämlich das Fertilizer daran. Kann ich hier. Ah. So. Dann brauchen die noch Brunnen. Ja, wo packe ich denn am besten jetzt die Brunnen hin? Eins pro soll ja reichen.
Aber so wie ich das jetzt aufgestellt habe. Ah, gut, ich kann den ganzen Kram noch dichter ranstellen. Mache ich das? Ja. Ich muss gucken, dass ich möglichst viel Platz spare. So. Dann. Stimmt, ich kann das hier einfach. Nein, kann ich nicht 1 zu 1 kopieren. Shit. Okay, dann sollte ich auch mit dem richtigen anfangen. Und zwar 2 Abstand. So. Dann habe ich 1 zu 4 kopiert. Hier einmal. Dann so. Und so. Filter, Fertilizer, Anlaut. Genau. So, hier brauche ich aber jeweils nur einen von denen. Und wie gesagt, ein Brunnen. Ich glaube, ich mache einfach zwei Brunnen. Dann ist das. Nee. Kriege ich halt in der Mitte auch nicht hin. Doch, würde ich hinkriegen. Der geht bis dahin. Ja, so sollte es, glaube ich, gehen. So, hier auch noch. Ja, so geht's. So sieht's auch schön symmetrisch aus. Und ja, das ist mir wichtig. Zwei. Na? Zwei. Ah, Mist, der kann, glaube ich, da oben nicht rausgepumpt werden. Stimmt, weil die ein Tiefer das nur haben. Ja, ist ja nicht schlimm. Dann geht das halt ein hoch. Zwei. Zwei. Zwei und hier auch. Gut, da muss ich jetzt auch wieder auf die Fließbänder warten. Ich vermute einfach mal, dass hier noch nichts angekommen ist. Nö, weil hier noch nichts angekommen ist, weil der immer noch nicht durch ist. Wie lange brauchen die Dinger denn? 50% erst. So. Harvester Drill. Ich glaube, einer reicht. Und paar von den Wagen. So. Ein Weg. Zwei Wege. Und ich mache noch einen dritten Weg. So, einfach damit die sich definitiv nicht gegenseitig blockieren hier. Gut. Das beides noch eben weg. Die fahren jetzt gemütlich hier rüber. Dann sollten wir das ganze Zeug wieder kriegen, ja. Ja, sollte gehen. Und die beiden sollen das eigentlich dann zur Forschung bringen, ja. Und dann fehlt uns immer noch Wassertempel. So. Vor allem, wenn ich den hier irgendwo finde, ist es halt der Weg schon so weit, dass sich das kaum noch lohnt. Warum finde ich keine. Also, ich finde halt gar keine Tempel mehr. Komischerweise. Und auch keine Trading Posts oder sowas. Oder übersehe ich die gerade? Ne, ich finde gerade wirklich gar keine mehr davon. Oh nein, nicht, dass jetzt irgendwie beim Update oder sowas der Speicherstand kaputt gegangen ist.
Weil hier spawnt halt gar nichts mehr in der Richtung. Bitte nicht. Immerhin kommt man jetzt, kann man jetzt schneller die Dinger kaufen, aber bringt mir halt nichts. Habe ich irgendwas übersehen? Aber hier ist doch wirklich gar nichts mehr außer die Ressourcen. Hä? Och, bitte nicht. Ich habe wirklich keine Lust, jetzt wieder neu anzufangen. Hier ist tatsächlich nichts. So. Irgendwie zieht sich das heute aber auch. Ich bin so fertig mit dem Kopf. Gut, dass wir kein Factorio gespielt haben. Das wäre ja spaßig geworden. Ich habe hier halt überall und nirgends habe ich Trading Posts und sowas. Aber hier kriege ich jetzt ja gerade gar keine mehr. Sag nicht, dass der Spielstand kaputt ist. Gut, ich muss an sich ja auch nichts finden, also ist eigentlich besser, wenn ich keine Trading Posts mehr finde. Aber na, hier scheint tatsächlich nichts mehr zu spawnen. Hey, das kann doch nicht sein. Wie soll man denn jetzt hier weiterkommen? Das nervt mich gerade maximal. Aber komischerweise kommt hier auch kein Desert und nichts mehr. Hey, ich habe doch bestimmt jetzt 30 Teile oder sowas gekauft, mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Und ich habe nichts mehr gefunden. Ich habe nicht einen einzigen Tempel, nicht einen einzigen Trading Post. Ach. Shit. Ja. Also Problem ist halt, ohne den kommen wir nicht weiter. Wir brauchen halt noch ein Water Crystal. Außer natürlich irgendeiner von denen hier verkauft das vielleicht. Wo ist denn noch einer? Hier ist noch einer, aber wie gesagt, die waren halt vorher wie Sand am Meer. Hier ist noch einer. Da ist auch noch einer. Ne, die verkaufen alle das nicht. Also die verkaufen halt gar keine Crystals. Aber sonst hätte man sich das darüber vielleicht irgendwie zusammentraden können oder sowas. Aber die verkaufen ja wirklich gar keine Crystals. Und das war's auch schon. Also wie gesagt, vorher habe ich so viele davon bekommen und jetzt halt gar keine. Wie soll denn das gehen? Gut, ich kann einmal kurz die Base nochmal upgraden. Aber bringt mir halt nichts in dem Sinne. Gut, vielleicht. Naja. Ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt noch machen soll. Kann das hier nochmal machen, dann brauche ich halt noch wieder Unmengen an Mana-Crystals. Wenn ich überhaupt noch welche produziere. Ja, doch. Wie viele Einwohner habe ich eigentlich? So. Da bitte einmal hin. Ja gut, Erde mache ich mal nur noch ein, anliefern. Weil damit kann ich dann wiederum halt einen Feuertempel, einen Wassertempel bauen und die andere Forschung. Vielleicht kriege ich das damit dann noch gerettet.
So, wie sieht's hier aus? Okay, das kriegst du langsam. Du kriegst aber immer noch keine von denen, weil ich doof bin. Sorry, benutze ich teilweise noch die langsamen Wagen und sowas. Interessant. So, ich weiß eh, dass ihr hier lang geht. Ja, genau. Der kann ja nicht auch weg, so. Dann habt ihr hier sogar auch einen zweibreiten Weg. So. Dann werde ich jetzt nämlich die ersten Fließbänder bekommen. Und der ist sehr langsam. So. Nein. Das wollte ich. Genau. Da kommen jetzt die ersten Fließbänder. Davon brauche ich aber recht viele tatsächlich. Na gut, die ist einfach nur zu langsam, die ist viel zu langsam. Aber das war mir irgendwie schon bewusst. Vor allem, weil jetzt hier die Räder auch mal wieder benutzt wurden und sowas. Okay. Heuschrecke oder sowas? Gut. Das heißt, ich würde nein. Delete. So. Hä, wie kriege ich denn das da rein? Nein. Ich probiere gerade mehr oder weniger alles durch. Hey. Warte mal, Controls. Ja, das ist alles aktivieren. Das will ich aber nicht. Ja. Okay. Nee, ich merke selber, dass es heute, glaube ich, nicht so viel Sinn hat bei mir. Ich bin mit dem Kopf überhaupt nicht bei der Sache. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir heute mal einen deutlich kürzeren Stream machen. Für die, die gerne sich gefreut haben. Es gibt ja noch ein paar andere Videos von mir, sagen wir es mal so rum. Könnt ihr euch ja angucken, sonst bei YouTube, aber heute hat es tatsächlich bei mir überhaupt keinen Sinn. Ich bin mit dem Kopf komplett kaputt. Dementsprechend, ja. Ich muss mal gucken, nächste Woche wird es Freitag höchstwahrscheinlich erst wieder einen Stream geben. Ja, aber wie gesagt, es hat heute nicht wirklich viel Sinn. Ihr habt das ja selbst gemerkt, ich bin mit dem Kopf komplett weg. Könnte daran liegen, dass ich für eine der bis jetzt für mich schwersten Klausuren wirklich aktiv büffel. Also, ja, keine Ahnung. Aber lasst euch nicht Laune verderben. Und dann euch einen schönen Start in die Woche. Immerhin haben wir einen kurzen Stream heute gehabt. Und dann sehen wir uns, ja, ich würde sagen, spätestens Freitag, Samstag, Sonntag wieder. Vielleicht streame ich auch in der Woche noch einmal. Ich muss mal gucken. Wie gesagt, wenn ich halt so drauf bin wie heute, dann bringt das Stream halt auch nicht wirklich viel. In dem Sinne, euch aber ein wunderschönes Restwochenende, einen wunderschönen Start in die Woche und dann bis zum nächsten Stream. Ciao, ciao!